Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, es ist mittlerweile dunkel geworden. Die sind auf jeden Fall noch essbar. Ich brauche jetzt ein bisschen was, was ich essen kann. Kann ich. Hallo? Kann ich jetzt nicht machen. Scheiße. Langsam Hunger. Oh, da hinten sind wieder Ureinwohner. Das Licht ist dann auch. Da treffen die sich jetzt. Dass ich hier so weit weg bin. Bitte kommen die jetzt nicht hier hin. Bitte nicht hier hinkommen, ja? Ihr seid das auch keiner. War das sogar ein großer jetzt? Einer der Mutanten? Keine Ahnung, aber ich will Feuer machen, ich will essen. Sehen tue ich auf jeden Fall jetzt gerade gar nichts. Blöde ich muss jetzt nochmal ein Feuerchen bauen. Vielleicht funktioniert der. Der funktioniert auch nicht. Was denn das? Also ich bin hier auch mitten auf dem Fluss. Okay. Was ich auch am Überlegen bin, vielleicht eine der älteren Maps nochmal aufzusuchen. Aber ich muss jetzt wieder hiervon eins essen, sonst verhungere ich. Wir haben aber auch nur einen gegessen. Aber bevor ich wieder zu den alten Höhlen gehe oder einen der neuen Höhlen suche, gehen wir, glaube ich, lieber erst einmal wieder nach Hause. In diese Richtung. Oben rennt wieder einer. Und ich hoffe, wir treffen keinen der großen Mutanten. Wir müssen aber am großen Arschloch vorbei. Der Arsch der Welt. Wo wir jetzt auch genau davor sind. Und solange kein Geräusch kommt und wir hier ganz entspannt erstmal rumlaufen. Denn für den Fall, Entschuldigung, für den Fall sollte jetzt irgendwie eines der Mutanten auf uns zukommen, können wir direkt losrennen, haben und dann noch genug Ausdauer auf jeden Fall dafür. Hier mal ein bisschen mit Abstand zur Schlucht. Da hinten Licht gewesen gerade. Ich sehe jetzt gerade gar nichts im Dunkeln. Herz ist auch ein bisschen so am Rasen.
weil ich jetzt keinen Mutanten antreffen will. Verbabbert? Verbabbert gehört? Okay, wir sind wieder hier. Und wir haben wieder Hunger. Ausnahmsweise essen wir heute mal ein paar. Bambi. So, ich bin auch gerade voll konzentriert. Ich will hier heute nicht drauf gehen. So, da hinten ist schon unsere Bucht zu sehen. Das heißt, wir sind wieder zu Hause. Und wir wurden von niemanden attackiert, von den Ureinwohnern. Oder sogar den Mutanten. So, da können wir uns auch ein bisschen wieder beruhigen. So, wir sind dann wieder zu Hause. Fleisch müsste schon verdorben sein. Weg und weg. Der ist noch essbar, der ist frisch. Den rüsten wir mal aus. Können wir den gleich essen. So. Dann würde ich sagen, können wir uns eigentlich einen Plan machen, welche Höhle wir wann erkunden. Wir haben ja jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Höhleneingänge gefunden. Und einmal das große Loch. Können wir uns eigentlich einen Plan machen, mit welchem wir anfangen. Am besten eigentlich, wenn es wieder Tag ist. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, warum ich hier einfach so blöd hin und her rumlaufe. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir da hinten mal anfangen würden. Ich glaube, ich habe auch nicht jede Höhle markiert. Oh. Hier ist kalt. Ja, dann lohnt sich jetzt noch nicht, loszulaufen. Solange es kalt ist. So, hä? Oh, wir haben noch ein kleines. Den legen wir auch noch drauf. Ja. Dann können wir den uns auch noch snacken. Den können wir auch mal wieder auffüllen. Jo. Und? Ey, nach einmal auffüllen ist er ja
100%. Das ist aber interessant. So, ist der fertig? Gleich haben wir kein Geld mehr. Ja, aber der ist fertig. Ja, heute hoffe ich ausnahmsweise mal, dass der Regen nicht so lange dauert. Boah, es soll ja gleich wieder Tag werden. Und dann könnten wir uns direkt auf dem Weg... direkt auf dem Weg zu den drei Höhlen da machen. Zumindest einen der drei. Ich würde sagen, wir fangen mit dem, der hier vorne ist, direkt an. Also, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich meine jetzt, also, welchen ich jetzt genau meine, könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Aber ich meine hier, der ein bisschen rechts vom Anker ist, der unten links ist. Unten links ist der Anker und ich meine den, der rechts davon ist. Dass wir da mit dem anfangen. Da sind wir Ureinwohner. Suchen die mich mal wieder. Dafür können wir auch dann diese heutige Folge auch ein bisschen länger machen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier stehe und warte, bis es wärmer wird. Beziehungsweise bis der Regen aufhört. Der ist auch schon wieder nur noch essbar. Ja, weißt du was? Den schmeißen wir mal. Den schmeißen wir hier mal weg. War schade drum, aber... schnappen wir uns mal ein bisschen frisches Fleisch. Oder weißt du was? Wir können auch den hier anzünden. Dann wird uns ja auch warm. Oder nicht? Ja, uns wird auch warm dadurch. Gut, dann können wir auch direkt darüber. Oder auch doch nicht, da war gerade ein Ureinwohner. Ich hoffe, der attackiert uns jetzt nicht direkt. Jetzt müsste es aber auch warm bleiben. Können wir hier uns nicht einfach mal so einen Wärmeanzug auch finden? Fände ich irgendwie praktisch, wenn wir einfach mal so einen Anzug finden, der einfach nur der die ganze Zeit über warm ist. Dann bräuchten wir uns keinen zu craften. Und hätten einfach direkt den Anzug. Dann ist er wieder. Habt ihr den gesehen? Da, da sind sie wieder. So. Aber wir fangen mit der Höhle hier an. So, der lädt jetzt eben erstmal. Nur in welcher Höhle sind... ah, können wir ja noch nicht sehen. So. Ah, stimmt, wir sind in der Höhle. Moment mal. Hier ist Geld. Und ein Stock. Stöcker. Noch mehr Geld. So. Nice. Hä, waren wir hier noch...
Waren wir hier noch gar nicht? Oh, der hat eine Uhr. Wir waren hier noch gar nicht. Haarspray haben wir wieder, nice. Moment. Wir haben jetzt drei. Hä? Wie kann es sein, dass wir hier noch gar nicht waren? Noch mehr Geld? Ah, Uhren habe ich jetzt mehr als genug. Wo sind die Uhren? Hier. Was brauche ich dafür noch? Alkohol? Hier die Dinger. Ne, nicht die Batterien. Wo sind die Dinger? Genau. Münzen? Wo sind die Münzen? Da. Und Klebeband. Wir haben Bomben gebaut. Okay, was nochmal? Uhren? Hallo? Uhren? Okay, egal, dann nehmen wir die so. Dorf, nice. Sehr cool. Nice. Wie kommt es, dass wir hier noch gar nicht waren? Noch mehr Geld. Ja. Mach den hier mal an. Oh, der tut mir leid. Der sieht richtig übel aus. Wo genau sind wir hier eigentlich? Hm? Achso, der liegt hier einfach nur so rum. Stopp. Nice. Also haben wir hier doch eine neue Höhle. Ist da jemand? Ich guck mal in die andere Richtung erst einmal. Da vorne war ja das Seil. Hier gab es sonst gar nichts. Außer Haarspray. Und noch eine Armbanduhr, die wir nicht mehr tragen können. Aber wir hatten hier doch ja noch einen Eintrag gehabt, oder? Ne. Stopp haben wir jetzt wieder. Wir haben wieder 67, das ist gut. Wie kommt es, dass wir hier noch gar nicht waren? Keine Steine können wir nicht mehr tragen.
Sehe jetzt nicht, wo ich hin bin. Weißt du, was wir machen? Ich, weil ich nichts sehe, machen wir mal das und ausrüsten. Neuer Eintrag, okay. Haben wir. Finde einen Weg in die Felswände. Oh, Digga. Aber wir bauen uns. Ah, okay. Hier. Nochmal ein Eingang. Wir ändern hier nochmal die Farbe auf Blau. Und gehen da nochmal rein. Interessant, dass wir hier noch gar nicht waren. Und auch schon wieder Hunger haben. Hier vielleicht irgendwas Interessantes mit bei? Irgendwas mit dem Auge? Ja, ich weiß, wir haben Hunger. Hier war doch irgendwo Feuerstelle. Haben die wieder gerespawnt? Tatsache, die haben wieder gerespawnt. Dabei waren wir nur einmal kurz draußen. So. Legen wir ein Fleisch dahin. Machen den hier noch kaputt. Digga, diese Höhle ist genial, weil hier haben wir quasi endlos Vorrat an Stoffen und Münzen und Geld. Wenn ich hier alles. Habt ihr was gehört? Ich habe auf jeden Fall gerade was gehört. Hat mir nicht gefiel. Nein, mein Essen! Dann scheiß drauf. Dann essen wir das so. Aber wir müssen hier lang. Keine Ahnung, was wir hier finden werden. Ich sehe schon. Thank you.
Komm. Ja, hau ihm. Hau ihn. Genau, hau ihn. Ich sehe gar nichts. Ja, hau ihn, genau. Digga, ich stelle mich hier gerade echt an. Komm. Okay, der ist tot. Was ist der andere? Ich sehe ihn gar nicht. Schrei ruhig weiter. Und soll ich mal gleich eine schöne Knochenrüstung? Ja. Was ist der? So, Knochen. Hier. Und hier. Ein bisschen was haben wir an Rüstung verloren, aber zum Glück mehr auch nicht. Wir warten eben, bis das fertig ist. Und dann gehen wir weiter. Frage ist nur, wann ist denn soweit? Ja. Ah, okay. Jetzt müssen wir hier mal bauen. Das jetzt reichen? Nee. Wir brauchen noch ein Knochen. Aber den Rest, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.